Was ist die beste Möglichkeit, um möglichst schnell an viele neue Leads über LinkedIn zu kommen? Und tatsächlich gibt es ein Tool, das das möglich macht, der sogenannte LinkedIn Sales Navigator. Und das ist ein Tool von LinkedIn selber, was sie entwickelt haben, um Geschäftsführern, Gründern, Vertrieblern es so leicht wie möglich zu machen, neue Leads zu finden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie zu konvertieren. Ich selbst habe mich noch nicht viel mit dem Tool beschäftigt und das ist der Grund, warum ich eine absolute Expertin heute für das Thema eingeladen habe, und zwar Britta Behrens, die eine absolute LinkedIn-Spezialistin ist und gerade ihren Fokus auch auf das Thema LinkedIn Sales Navigator gelegt hat. Und ich muss sagen, ich hatte die Chance, eine Stunde sie wirklich ausführlich zu interviewen. Wir sind wirklich Schritt für Schritt über die besten Funktionen und Strategien vom Sales Navigator durchgegangen und da waren Funktionen dabei, von denen ich wirklich noch nie gehört hatte. Ich muss sagen, am Ende des Interviews war ich direkt bereit, meinen Probemonat mir zu sichern für den Sales Navigator. Wenn du die neuesten Strategien haben willst, um an Leads zu kommen über den Sales Navigator, dann sieh dir unbedingt jetzt das Interview bis zum Ende an. Bevor wir heute starten, gibt es noch eine Sache, und zwar vielleicht tust du dich auch noch schwer, LinkedIn für dich zu knacken. Du weißt nicht ganz genau, was du posten sollst. Du postest vielleicht schon regelmäßig, aber dein Content kriegt keine Reichweite oder Interaktion und vor allem weißt du nicht, wie du dein Content in Leads und in Kunden verwandeln kannst. Wenn das der Fall ist, dann gibt es jetzt großartige Neuigkeiten, und zwar haben wir in der letzten Woche unsere neue Social Selling Academy gelauncht, wo wir dir genau das zeigen. Wir zeigen dir, wie du Content erstellst, den der Algorithmus liebt. Wir zeigen dir, wie du wirklich sympathisch Termine jede Woche über LinkedIn vereinbaren kannst. Und vor allem zeigen wir dir, wie du Content in zahlende Kunden verwandelst. Das Beste ist, dass wir uns zum Launch ein richtig cooles Angebot haben einfallen lassen, und zwar, dass du die Social Selling Academy für 14 Tage komplett kostenfrei testen kannst. Hört sich ein bisschen verrückt an, aber wir haben noch eine Sache oben drauf gepackt, und zwar kriegst du zusätzlich unsere 7 besten LinkedIn-Tools, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Wenn du also mit dem Thema LinkedIn richtig starten willst und die absolute Abkürzung nehmen willst, dann geh jetzt auf socialsellingacademy.de oder klick auf den Link hier unter dieser Folge und sicher dir das Angebot, solange es noch online ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und heute mit Britta. Schön, dass du da bist, Britta. Ich freue mich auf dieses Interview. Ja. Ja, hallo Robert. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir es mal endlich virtuell geschafft haben, uns zu connecten. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass wir bestimmt schon 2-3 Jahre umeinander rumgetänzelt sind. Also ich muss gerade sagen, mit großer Neugier habe ich deinen Talk auf der OMR gesehen zum aktuellen Stand von LinkedIn. Habe super viel mitgenommen, habe an der einen oder anderen Stelle herzlich gelacht. Na, weiß noch deinen Artikel auch im OMR-Magazin, wo ich auch super viel mitgenommen habe damals und dachte mir so, Mensch, irgendwie muss ich doch mal mit Britta zusammenkommen. Umso schöner, genau, dass das jetzt hier heute klappt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen fachsimpeln zusammen. Ja, heute müssen wir mal ein bisschen zaubern. Und das ist auch der coole Aufhänger. Vielleicht machen wir einen kurzen Einstieg für alle Leute, die dich noch nicht kennen, was du in deiner täglichen Arbeit machst. Aber dann werden wir heute natürlich einen Großteil über das Thema Sales Navigator fachsimpeln. Und ich habe es schon im Vorwege gesagt, da bin ich fast blank. Ne? Also wirklich 2 Stunden habe ich mal reingeguckt und habe gesehen, dass du da ziemlich viel Plan von hast. Und insofern, Britta, musst du heute zaubern und uns alles verraten, was wir wissen müssen. Aber willst du kurz erzählen, was du in deiner täglichen Arbeit machst? Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin LinkedIn Marketing und Social Selling Expertin. Bin seit einem Jahr auch offiziell zertifizierte LinkedIn Marketing Expertin. LinkedIn hat mich quasi ausgebildet, mein Wissen noch besser über die Plattform an euch alle da draußen mitzugeben. Das heißt, ich bin auch immer nah am Puls der Zeit, habe viel Kontakt nach LinkedIn Inside the Ropes und bekomme dadurch halt auch sehr schnell das Update Wissen, die Ankündigung, cool, wie so die Roadmap aussieht. Und ja, mein tägliches Leben besteht eigentlich dadurch, Kunden zu beraten, für LinkedIn fit zu machen. Ich gebe Workshops, bin als Beraterin aktiv. Gemeinsam mit der Agentur Nerds betreue ich auch die Kunden im Bereich LinkedIn Advertising und vor allem begleiten wir halt dann Unternehmen, die halt Corporate Influencer Programme und vor allem im Vertrieb Marketing Social Selling Programme machen wollen. Und wie du schon so schön sagst, du hast mich auf der OMR gesehen. Ich bin auch seit 3 Jahren aktive Keynote-Speakerin und dementsprechend dann auf den ein oder anderen Online-Marketing-Konferenzen und Events zu sehen oder halt dann auch bei Unternehmen intern. Herr Bretter, das hört sich nach einem coolen Leben an. Ja,
und auch nach einem sehr vielseitigen Leben. Und das glaube ich auch cool. Und was du gesagt hast, auch den direkten Draht zu LinkedIn zu haben, ist natürlich cool und zu wissen, was die so vorhaben. Und ich glaube, es gibt viel Aufklärungsbedarf. Ne? Ich glaube, das kannst du auch aus deiner täglichen Arbeit irgendwie berichten, dass man doch sehr viel erklären muss, wie die Plattform funktioniert. Und ich glaube, du hast ja wirklich in den letzten Wochen auch regelmäßig irgendwie Workshops, glaube ich, gegeben zu dem Thema Sales Navigator. Ne? Mhm. Wollen wir da einfach mal reinspringen? Vielleicht nochmal für alle Leute, die noch nicht wissen, was das überhaupt ist, dass du das mal erklärst. Ich habe das Gefühl, LinkedIn ist auf jeden Fall schon mal ein Geniestreich gelungen, dass sie dem Namen einen geilen Begriff gegeben haben. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich diese Funktion schon kaufen, nur weil es so cool klingt mit Sales Navigator. Ne? Habe ich immer wieder Leute erwischt, wo Leute, Robert, ich habe jetzt hier diesen Sales Navigator, ich weiß gar nicht, was das ist, aber das hörte sich so cool an, das brauchte ich. Ne? Ja, das dann hat LinkedIn schon mal gut gemacht, vor allem, weil es ja auch eigentlich nicht, also in verhältnismäßig nicht gerade in günstig ist. Eine Investition, ist. Und das, ne? Ja. Das ist ein absolutes Investment, aber gut, es sind 100 Euro, wir sind halt gewohnt von irgendwelchen Online-Marketing-Tools, hier mal 10 oder da mal 20 Euro für eine Subscription. Ja. 100 Euro schreckt dann einige Leute erstmal zurück. Aber wir befinden uns im B2B-Business und wenn ich meine Sales-Mannschaft damit ausrüste und die können mehr Pace auf die Straße bringen und an die richtigen Verantwortlichen schneller rankommen, dann ist 100 Euro Portokasse. Ja. Und kann man halt dann auch schnell die Hürde nehmen. Nee, aber der Sales Navigator ist, wie gesagt, ein kostenpflichtiges Tool von LinkedIn, was mir die Suche auf LinkedIn erleichtert. Ich kann Lead- und Account-Recherche machen, habe noch deutlich mehr Suchfunktionen zur Verfügung als jetzt die klassische Suche, wo ich jetzt mit einem Basis-Account oder auch mit einem Premium-Account schon ein bisschen weiterkomme. Und die ist auch mittlerweile halt schon ein bisschen umfangreicher geworden. Aber da muss ich halt mit vielen bullschen Suchoperatoren ständig meine meine Suche verfeinern. Und beim LinkedIn Sales Navigator habe ich halt ganz viele Kategorien, die ich auswählen kann, kann mir die Leadsuche halt dann auch abspeichern und muss halt quasi nicht immer wieder von vorne beginnen. Und neben der genialen Suche, um eben dann neue Leads zu recherchieren und die weiter zu beobachten, kann ich innerhalb dieses Tools halt auch unabhängig vom LinkedIn-Algorithmus die Kommunikation von diesen Leuten beobachten. Habe quasi dann meinen eigenen Newsfeed, so dass ich da halt innerhalb des Tools halt dann sehe, wer meiner neuen Kontakte, mit denen ich auf jeden Fall später mal vorhabe, Neukundengeschäft zu akquirieren, hat denn jetzt gerade was gepostet, was veröffentlicht, und dann kann ich innerhalb dieses Newsfeeds und im Sales Navigator sofort halt mir den Beitrag anzeigen lassen, kann die Kommentare schreiben, so dass ich halt dann quasi sehr viel Zeit spare und eben nicht auf LinkedIn jetzt die Profile irgendwie ständig suche. Also kann mir quasi die kannte ich gar nicht, die Funktion. Die Glocke, das ist ja richtig Glocke cool. Spannen. Ja. Genau, und da gibt's seit ich habe 5 Jahre drauf gewartet und sie ist endlich live, weil wir können im LinkedIn Sales Navigator bis zu 10.000 Leute speichern. Mhm. Aber wenn ich das eben mache, und eigentlich sollte ich den Sales Navigator fokussierter nutzen und mir lieber mich auf 100 Leute konzentrieren und die aber dann richtig gut bearbeiten und kommunikativ begleiten. Und wenn ich dann aber dann doch mal sage, ich bin jetzt eher der Jäger und Sammler und hau mir doch mal meine potenziellen Kunden, die auch vielleicht aus verschiedenen Industrien kommen, in verschiedene Leadlisten rein, dann bei 10.000 Leuten ist der Newsfeed halt genauso murks im Sales Navigator, wie wenn ich jetzt natürlich selber auf LinkedIn einfach mir mein Netzwerk anschauen konnte. Mhm. Und seit ein paar Wochen ist zum Glück ein Update live, dass ich diesen Newsfeed jetzt innerhalb des Sales Navigators auch anhand meiner gestaffelten Leadlisten sortieren kann. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe jetzt gerade in die Maschinenbaubranche und da möchte ich gerade nur die Entscheider entsprechend mir gerade beobachten und möchte mich gerade genau um dieses Thema kümmern, kann ich halt sagen, zeig mir bitte im Newsfeed jetzt nur diese Liste entsprechend an. Und das ist jetzt ein mega Game Changer und hilft enorm.
Hey, das ist eine wirklich coole Funktion, von der ich insgesamt noch nicht gehört. Auch dieser individualisierte Feed habe ich sozusagen noch nicht gehört. Insofern, Britta, du machst mich gerade heiß auf den Sales Navigator. Das gelingt dir gerade schon mal. Sehr gut. Ja. Solltest dir auf jeden Fall eine Subscription holen, ja. Ja. Und sag mal, dann komme ich ja häufig, und das ist das, was ich zumindest in meinem Kopf so ein bisschen abgespeichert habe. Zum einen hatte ich es immer abgespeichert unter dieser besseren Suche, ne? Was ein großer Vorteil ist. Ich glaube, gerade so Corporate Sales und so, wo du an gewisse Entscheider kommen musst, oder sagst, was weiß ich, wir wollen an Firmen, die mindestens 1000 Mitarbeiter haben und so. Da gibt's ja so Kategorien, die richtig geil sind, ne, die wirklich den auszeichnen. Der zweite Punkt ist aber so, dann kannst du jetzt, glaube ich, mit dem Content perfekt interagieren. Aber wie sieht denn so eine Strategie aus? Du kommst ja immer noch so auch im Sinne von Social Selling in dieses Problem, dass viele Leute erstmal kalt sein werden, ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben dann immer so diese Vorstellung, ich habe jetzt diesen Sales Navigator, schießt da 100 Nachrichten raus und genau, dann kommt schon irgendwas, ne? Wie sieht denn da dein Best Practice aus, um wahrscheinlich die Leute auch trotzdem aufzuwärmen und nach ins Gespräch zu kommen? Oder wie sieht so ein Prozess aus, um den so gut wie möglich zu nutzen? Also wichtig ist beim Sales Navigator noch zu sagen, wir haben natürlich diese 50 In-Mails zur Verfügung. In-Mails für alle die da nicht so firm drin sind, sind die Nachrichten, die ich quasi verschicken kann, wenn ich mit einer Person noch nicht vernetzt bin. Aber auch mit allen vernetzen wahrscheinlich aus dem Sales Navigator heraus. Genau, ich kann, ja, genau, ich kann sofort die klassische Vernetzungsanfrage mit Nachricht schicken und das ist halt auch meine Empfehlung, weil mit einer Person, wo ich weiß, die ist in meiner Target Group und die möchte ich früher oder später natürlich gerne als Kunden gewinnen, habe ich ja sowieso vor, die Beziehung aufzubauen und Vertrauen zu entwickeln. Deswegen ist es mir ziemlich egal, ob ich jetzt 10 In-Mails, 50 In-Mails oder irgendwann später von LinkedIn irgendwie 1000 In-Mails zur Verfügung bekomme. Es bringt halt nichts, die Leute wirklich kalt auf LinkedIn anzuschreiben, um dann Termine einzusammeln, sondern ich muss halt durch meine Kommunikation das Vertrauen aufbauen. Deswegen halt schon halt eine gute Lead-Recherche machen, dann die passende Lead-Liste abspeichern und dann diese einzelnen Kontakte halt dann ins Netzwerk aufnehmen. Da gibt's auch eine schöne Suchfunktion, wo man halt auch quasi die Stillen von den Lauten noch ein bisschen vorsortieren kann. Es gibt eine sogenannte Spotlight-Filter-Funktion, wo ich sagen kann, zeig mir bitte von diesen Leads dann nur die Leute an, die in den letzten 30 Tagen etwas auf LinkedIn geteilt haben oder veröffentlicht haben, damit ich halt dann auch weiß, bei denen passiert auch was auf dem Profil, da kann ich mich quasi dann mit einer guten Kommentarstrategie halt dann ranrobben und mich an deren Gespräche beteiligen. Und von daher filtere ich das dann da nochmal aus und die Leute, die kriegen dann halt eine wertschätzende Kontaktanfrage mit einer kurzen Vorstellung, versuche da halt thematisch natürlich auf deren Profil und deren Rolle einzugehen. Und wenn dann die Bestätigung kommt, beginnt halt quasi dann erstmal die Arbeit, natürlich mit denen sich auszutauschen, zu interagieren. Und dann, wenn ich natürlich irgendwie einen Anlass sehe, auch mal eine 1-zu-1-Nachricht zu haben, denen was anzubieten, dann versuche ich natürlich auch den Sack zuzumachen und noch mehr mich an die Leute ranzurobben. Hey, das hört sich echt nach einer besseren Social-Selling-Version von LinkedIn irgendwie an. Ne? Also ich habe das Gefühl, viele der Funktionen, die du gerade beschrieben hast, ist ja, muss man ja wirklich sagen, ist ja das, was man auf der normalen Plattform irgendwie sehnsüchtig sucht, aber nicht findet. Ne? Und der Prozess ist irgendwie cool zu hören, dass er relativ ähnlich ist. Was mich interessieren würde, ist ja auf der normalen Plattform Nachrichtenbox ist ja eher so eine leichte Vollkatastrophe. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich da reingucke, das ist ja immer Mayhem, ne? Und da bleiben irgendwie Sachen hängen und sowas. Hat sich LinkedIn im Sales Navigator irgendwas einfallen lassen, dass man da ein bisschen besser einen Überblick behalten kann? Oder haben sie das gleiche Konzept, alles läuft in eine Inbox und mach mir die Sinnflut? Es ist leider traurig, aber wahr. Oh, es wäre so cool gewesen, hättest du jetzt gesagt, auch da haben sie ein bisschen Intelligenz reingesteckt. Ja, also da gibt es halt einmal, haben sie halt dieses In-Mail-System,
System, ja. Wenn man doch mal In-Mails Leute rausschreibt. Das ist aber eine andere Kategorie sozusagen, In-Mails. Genau, die Nachrichtenbox ist gleich, aber die, ja. Alle, die mit denen ich vernetzt bin und bin und normale Nachrichten rausschicke, kriege ich da auch in die Inbox und dann haben sie aber halt nach den In-Mails, wenn ich In-Mails rausschicke, kann ich halt mir anschauen, wer hat denn auf diese In-Mails dann reagiert, wer hat nicht reagiert, also wer hat nicht geantwortet oder wer hat sie sogar abgelehnt, da kann ich es rausfiltern. Klassisch, welche Nachrichten habe ich archiviert? Also wir müssen halt viel mit dieser Archivierungsfunktion arbeiten, um einen guten Überblick zu behalten. Was wichtig ist, ich stelle sie meistens dann auch auf ungelesen. Und im Sales Navigator, das ist halt ein bisschen schade, da gab es ja ein kleines Update im LinkedIn Messenger, dass wir zumindest Sternchen vergeben können, also Unterhaltungen, die noch nicht beendet sind oder wo ich sage, die brauche ich auf Wiedervorlage, weil da habe ich quasi noch nicht geantwortet, kann ich mir wenigstens die noch ein bisschen flaggen. Aber da hat LinkedIn noch enormes Potenzial zur Optimierung. Das wäre natürlich genial, wenn wir da uns eigene Folder erstellen könnten, um dann die richtigen Leute in die richtige Richtung halt zu schieben. Ja, weil das habe ich das Gefühl, dass wenn man da ein bisschen Intelligenz reinchecken würde und sowas, nur das mit dem Flaggen zum Beispiel, ne, dass man so Konversationen, die irgendwie interessant sind oder so, dass man die mit einem Klick irgendwie bekommt. Ich mache auch diesen ungelesenen Trick, ne, also das ist auch immer so der Workaround, der irgendwie funktioniert, aber ich habe das Gefühl, da geht auch noch ein bisschen mehr Luft nach oben, das Ganze, ne. Definitiv, das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt auch mit Company Pages, da war ich jetzt auch in einem Alpha-Test, das sollen halt bald Inboxes auch für Unternehmensseiten kommen und da ist es umso wichtiger halt wirklich je nach Thema halt die Sachen wegspeichern zu können, weil es halt unterschiedliche Verantwortlichkeiten sind. Wenn es irgendwie eine Recruiting-Anfrage ist, dann müssen die HRler ran und wenn es eine Sales-Anfrage ist, dann muss ich das an die Sales-Kollegen auch vernünftig weiterlegen, geben und nicht sagen, ja, hier sind 100 neue Nachrichten, such dich mal da gerne durch, wo dein Lead jetzt gerade versteckt ist. Das ist ein bisschen blöd. Weil das ist aber gut, Bei der Sales Navigator Inbox muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich mache das halt mit Nachricht quasi, die Konversation ist für den Moment beendet, dann archiviere ich die Sachen direkt weg und lasse halt nur noch die offenen Sachen halt oben stehen, wo ich weiß, da bin ich jetzt quasi wieder im Lead zu antworten und zu reagieren. Aber man muss da noch ein bisschen Acht geben, dass die Sales Navigator Inbox ist quasi eine zweite Inbox neben dem LinkedIn Messenger. Das heißt, alles, was ich über den Sales Navigator, da mache ich auch meistens nur die reine Sales-Kommunikation, wo ich weiß, das sind Anbahnungsgespräche für neue Kunden oder potenzielle Kundengespräche. Die Nachrichten-Inbox läuft halt dann über den Sales Navigator und Community-Plauderei oder mit Netzwerkkontakten, die mich eher weiterempfehlen, das läuft halt dann über den LinkedIn Messenger, um da halt dann auch nicht durcheinander zu kommen. Aber das ist eine angenehme Trennung, oder? Weil ich kann mir vorstellen, heute sozusagen bei mir ist das alles ein Misch, ne? Und das macht es halt auch sehr unübersichtlich. Und ich habe das Gefühl, wenn man das sauber in den Sales Navigator packt und da ist sozusagen wirklich geht's um Kunden und auf dem normalen LinkedIn sozusagen geht's um die Themen, die du gerade genannt hast, das hört sich sehr, sehr angenehm an, ne? Ja, also bei mir ist trotzdem der LinkedIn Messenger natürlich immer noch der erste Dreh- und Angelpunkt, weil die Leute natürlich von sich aus, also wenn ich dann gute Kommunikation betrieben habe, dann kommen die Leute müssen ja keine Kaltakquise betreiben, sondern dann fragen sie einen natürlich an, ob man nicht miteinander zusammenarbeiten kann und wann man denn mal Zeit für sie hätte. Das ist natürlich dann der schönste Traum eines Sales-Verantwortlichen, wenn die Leute von alleine irgendwann natürlich von alleine kommen, durch unsere Kommunikation und Präsenz, dass wir uns da mit unserer Expertise gezeigt haben. Und von daher habe ich auch dieses Mischmasch in der LinkedIn Messenger Box und da versuche ich halt so den Krieg der Sterne zu machen und ganz viele Nachrichten halt zu markieren. Und beste Empfehlung, zieht die Leute ganz, ganz schnell dann aus der LinkedIn-Messenger-Box, teilt eure E-Mail- und Kontaktdaten und shiftet dann wirklich die wichtigen Sachen
rüber und legt euch das ins CRM. Ja. Das ist ein wertvoller Tipp, weil ich glaube, da den Überblick zu behalten, ja. Aber das ist ja ein cooler, das ist ja sehr spannend. Dann ist der Sales Navigator so ein bisschen kälter sozusagen von den Temperaturen. Ne? Und wenn sie dann sozusagen zu dir kommen über dein persönliches Profil, dann weißt du, ah, da hat jemand angebissen, ne? Wenn er sogar proaktiv auf dich zugeht und dann relativ schnell ins CRM-System sozusagen ist herüber. Was ich mir vorstellen kann, beim Sales Navigator ist halt dann die Kommunikation, die halt auch von mir initiiert wird, wo ich entdecke, ah, da scheint ein Bedarf vorhanden zu sein, den gehe ich jetzt mal an, wo ich weiß, meine ganze Sales-gerichtete Kommunikation ist in der Sales Navigator-Inbox. Also da würde ich jetzt keine Plaudereien oder irgendwie Customer Relationship Management mit bestehenden Kunden irgendwie reinlaufen lassen, sondern da würde ich halt die Messenger-Boxen halt voneinander trennen. Was nochmal spannend wäre, Britta, ich habe das ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder mit Sales-Leuten sozusagen zusammengearbeitet und denen LinkedIn ein Stück weit auch erklärt. Ne? Habe aber über die Zeit gemerkt, gar nicht so einfach. Ne? Und dann sind wir auch immer ein bisschen mehr in Richtung Gründern und Geschäftsführer sozusagen rübergewandert, weil ich habe das Gefühl, das sind so ein bisschen zwei Welten, die da, also ich glaube, man kann Sales denen gut erklären auf LinkedIn, aber es sind so zwei unterschiedliche Dimensionen. Ich hatte ganz viele Leute, die immer so wirklich dieses Türen eintreten irgendwie dann auf LinkedIn probiert haben und dann doch ein bisschen damit ja nicht so gut gefahren sind. Wie erklärst du denen denn, wenn du, was weiß ich, ein Sales-Team vor dir sitzen hast oder so, wie erklärst du denen denn gedanklich so das Framework oder die Herangehensweise auch beim Sales Navigator? Weil ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute in der ersten Nachricht wahrscheinlich so einen Roman schreiben und erstmal erzählen, wie toll ihre Firma ist, ne? Und warum man jetzt zusammenarbeiten sollte. Hast du da irgendwie einen Vergleich oder irgendwas gefunden, um denen klarzumachen, wie das Spiel funktioniert? Ich arbeite immer dann gerne mit Negativbeispielen und versetze sie mal in die gegenüberliegende Seite. Und ich habe mittlerweile hunderte dieser Kaltakquise-Mails. So haben sie noch Platz für Neukundengeschäft und solche Sachen und klingt das grundsätzlich interessant oder wie du sagst. Ich möchte es nur kurz machen und dann hast du halt einen halben Meter Text. Das bin ich. Ich bin für die und die Rolle verantwortlich und unser Unternehmen ist übrigens da und da und 43 Millionen unserer Kunden sagen gerade dies und das und wäre das jetzt auch nicht spannend für sie. Ich zeige den Leuten halt dann diese Beispiele und sie sollen halt selber beurteilen, dass wenn sie diese Nachricht bekommen hätten, wie sie darauf reagiert hätten. Und dann und dann merken sie ganz schnell, dass das nicht eine gute Idee ist, quasi bei einem allerersten Kontakt, auch wenn ich natürlich weiß, also wir kriegen natürlich auch jede Menge Bullshit-Nachrichten von Leuten, die einfach Automatisierungstools anwenden und sich noch nicht mal Gedanken über die potenzielle Zielgruppe gemacht haben, sondern die einfach nur rausspammen und hoffen, dass irgendwie einer hängen bleibt. Aber wenn ich halt eine gute Recherche gemacht habe und ich weiß, das ist ein potenzieller Kunde, dass ich eben nicht mit der Tür ins Haus falle, weil die Leute kennen mich noch nicht. Die müssen erstmal also ich muss quasi durch Know-how punkten und Know-how kann ich nur durch aktive Kommunikation und regelmäßigen Austausch finden und durch die durch den bestehenden Austausch halt dann auch entdecken, okay, wo steht der denn gerade? Hat der gerade akuten Bedarf? Hat der ein Problem? Oder ist das gut, einfach bei dem jetzt im Gedächtnis zu bleiben und in 2-3 Monaten, wenn er weiß, jetzt ist es bei uns akut geworden, dann melde ich mich entsprechend bei der Britta, weil ich genau weiß, dass die eine gute Lösungsanbieterin dafür ist. Mit den negativen Beispielen ist genial, weil dann wird ja wirklich jeder dir wahrscheinlich zustimmen und sagen, ja, okay, Britta, so wollen wir es nicht machen. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, aber irgendwas ist in diesem menschlichen Verhalten, dass viele Leute lieber eine schlechte Copy-Paste-Nachricht 100-mal rausschicken, als über 5 Nachrichten nachzudenken. Ne? Und das ist so verrückt, weil ich glaube wirklich, unser Hirn versucht, vieles zu automatisieren. Und ich glaube, deshalb ist da irgendwie, fällt es den Leuten leichter, 100-mal Copy-Paste rauszuschicken. Aber wir bringen das auch bei so individuelle Aufhänger zu finden und dann wundern sich die Leute, wenn sie plötzlich mal 5 Leute raussuchen, die sie wirklich spannend finden, sich 5 Minuten Zeit nehmen pro Nachricht. Herr Robert, da kommt ja jedes Mal jetzt eine Rückmeldung und ich so, ja wow, wenn man sich ein bisschen Kopf dazu macht irgendwie, dann funktioniert das Ganze auch. Aber ich habe das Gefühl, man muss den Leuten abtrainieren, dieses Türen eintreten und hier komme ich erstmal hin zu,
ich fange erstmal mit Smalltalk teilweise an und versuche erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen, ne? Weil wenn man auf einer Messe wäre und da echtes kommt jemand Interesse vorbei, anzeigen. Genau, dann wird man ja auch nicht sagen, und wie wäre es mit uns beiden? Wollen wir vielleicht zusammenarbeiten? Da wäre ja auch jeder so, Alter, was willst du von mir, ne? Ja. Genau, dieses Vorgeplänkel. Ja, und bei den Sales-Leuten ist halt, die kommen natürlich viel aus so einer Kaltakquise-Welt, wo sie es gewohnt haben, halt regelmäßig irgendwelche recherchierten Telefonlisten von morgens bis abends abzuklappern oder um die Häuser zu ziehen und an Türen zu klopfen und die halt dann einzutreten. Und man muss ihnen halt bewusst machen, dass es halt LinkedIn kein Outbound-Sales-Kanal ist, sondern dass es halt ein Inbound-Sales-Kanal ist, dass ich quasi auf der Plattform präsent sein muss, in die Sichtbarkeit gehen muss. Das macht ihr ja auch super stark mit den Content-Trainings, dass ich halt versuche, wirklich sichtbar gute Reichweiten zu erzielen und meine Positionierung schärfe und dass ich dann quasi für die Themen bei den Leuten abgespeichert bin und wenn die halt dann ein konkretes, akutes Problem haben oder mit anderen Leuten über meine Dienstleistungen und Expertise irgendwie sprechen, dass halt dann mein Name natürlich fallen sollte und die Leute halt dann wie es bei mir halt jetzt regelmäßig passiert, dass die Leute eben mich ansprechen. Frau Behrens, wir würden gerne jetzt mal unser Marketing-Team schulen. Wann haben sie denn mal Zeit für einen Workshop und ähnliches? Ja. Genau, und das muss man ihnen halt ein bisschen rausprügeln, auch dann auf der anderen Seite, dass sie, weil sie halt so gewohnt sind, wenn ich im Sales-Kontakt bin, dann gibt es direkt einen Austausch und dann will ich natürlich sofort zur Sache kommen und dass sie jetzt quasi im Marketing-Sales-Prozess quasi parallel mit Marketing mitlaufen und quasi schon Kommunikationsverantwortung früher einsteigen, bevor halt nicht der Lead irgendwie im CRM gelandet ist und jetzt Marketing quasi den nur noch rüber serviert und sagt, so, jetzt kannst du bitte weitermachen, sondern dass sie quasi schon vorne anfangen, sich selber ihre Pipeline halt mit aufzubauen. Ja, das wäre mal spannend zu hören, weil ich habe das Gefühl, was du auch gerade gesagt hast, du hast ja ein Zusammenspiel zwischen der Marketingabteilung und der Salesabteilung wahrscheinlich, ne? Ist es bei dir mehr die Marketingabteilung, die sich meldet und sagt, so, Britta, erzähl uns mal und denen zeigst du dann auch direkt den Sales Navigator, das könnt ihr machen und gleichzeitig müsst ihr Content machen? Oder sind es mehr die Salesabteilungen, die sich bei dir melden und sagen, hey, wir wollen hier unsere Vertriebler fit machen und denen musst du ja dann irgendwie Content beibringen? Oder schaffst du es wirklich, dann einen guten Prozess zu bauen, der beides irgendwie verbindet? Also es kommt sowohl als auch, es ist häufig sogar auch der Fall, dass Marketing mich beauftragt, aber die Schulungsrezipienten sind dann die Sales-Verantwortlichen. Quasi, weil so, ja aus der, hier die Jungs müssen das mal lernen. Ja? Weil LinkedIn ist eine Kommunikationsplattform, eine Austauschplattform und man kommt natürlich nur durch Content werde ich sichtbar, durch öffentliche Gespräche, deswegen ist es häufig vom Marketing initiiert, die aber die Sales-Leute überzeugen, dass sie da entsprechend neue Skills brauchen, um ihren Sales-Werkzeugkasten halt auf die digitale Welt zu übertragen. Und gleichzeitig kommen natürlich auch Head of Sales oder Geschäftsführer auf mich zu, die halt sagen so, hey, wir müssen jetzt neben unserem klassischen Vertrieb auch jetzt einen digitalen Fußabdruck setzen und da müssen wir jetzt halt quasi auf LinkedIn geschult werden. Und bei mir ist es halt immer in Dreiklang halt, wenn es halt um Social Selling Trainings geht. A, natürlich erstmal sich ums Profil zu kümmern. Es ist egal, ob ich jetzt einen neuen Kunden suche, ob ich Employer Branding für mein Unternehmen einfach nur mache als Corporate Influencer oder ob ich irgendwie als Recruiter aktiv bin und neue Leute hiren möchte. Ohne aussagekräftiges Profil geht's nicht. Ja. Dann natürlich, welche Content-Formate gibt es? Wie schreibe ich einen guten Post? Wie netzwerke ich auf LinkedIn? Das ist dann das Dritte. Wo finde ich denn die Leute? Ja. So dass halt auch gezeigt wird, so hier, schau dir mal die ein oder andere Gruppe an, guck dir Events an, die bei euch in der Branche gespielt werden oder von euren potenziellen Kunden. Da kannst du hausieren gehen und die Leute ins Netzwerk reinholen. Wie funktioniert die klassische LinkedIn-Suche, wenn man noch nicht mit einem Sales Navigator arbeitet? Und das ist halt auch immer so ein zweistufiger Prozess bei mir. Also bei mir ist eigentlich
nie, dass ich von Anfang an die Leute sofort in den Sales Navigator reinstürzen lasse, sondern die müssen halt wirklich ihren kontinuierlichen Weg erstmal auf LinkedIn gehen, macht erstmal eure Grundlagenforschung und die Hausaufgaben, lernt erstmal überhaupt auf der Plattform zu kommunizieren, schaut euch andere Gespräche an und klingt euch da ein, fangt an, eigenen Content zu produzieren und baut euer Netzwerk erstmal über klassisch LinkedIn auf. Und wenn ihr da auch so eine Arbeitsroutine geschaffen habt, weil das ist halt auch immer das Gros, dass Sales-Leute sagen, ja, wir müssen auf LinkedIn sein und wir wissen, wir können total cool eigentlich Kunden auf LinkedIn gewinnen. Und dann sagen sie aber ich habe ja eigentlich keine Zeit. Und dann frage ich mich immer, Leute, dann habt ihr es irgendwie, ihr habt es irgendwie nicht verstanden, wenn du halt, weil Sales-Leute, da ist das Problem, die wollen, also die werden natürlich an quantitativen Zielen auch gemessen. Und dann wird natürlich geguckt, wie viele Termine hast du denn darüber gemacht, was kommt denn? Und klar, organisches Social Selling lässt sich halt nicht skalieren wie jetzt eine schöne LinkedIn-Ads-Lead-Kampagne, wo du halt sagst, okay, wir drehen das Budget auf, wir haben jetzt das richtige Targeting erwischt und jetzt sprudeln die Leads rein und ihr könnt die Termine machen. Das muss ich immer parallel machen, aber das Social Selling, eben weil der Kunde auf mich zukommt und meistens ich nicht richtig extrem proaktiv immer auf die Leute zugehe, was ich natürlich auch, wenn ich den Demand erkenne, natürlich auch mache. Aber in den meisten Fällen kommen die Leute halt dann, wenn sie ready sind und eben nicht, ich kann jetzt, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit in LinkedIn investiert, wenn ich das jetzt ein bisschen hochskaliere, dann kommen automatisch auch 3 oder 4-mal mehr Kundenanfragen. So geht's halt dann leider nicht. Da muss man ehrlich sein. Aber ich kann halt versprechen, wenn ich kontinuierlich mir anfange, eine Viertelstunde oder 30 Minuten Zeit für LinkedIn am Tag zu nehmen, dann kommt da auch ein entsprechender Output raus. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Also wir haben mittlerweile auch so viele Case Studies im B2B-Bereich, wo wirklich Sales-Leute das für sich geknackt haben, in ihren Alltag eingebaut haben und auch mehrere hunderttausend Euro mittlerweile über LinkedIn bekommen haben. Was ganz spannend ist, dass häufig so ein Tandem ist aus LinkedIn, die Anbahnung, und dann treffen die sich nochmal auf einer Messe oder so. Und da kommt es dann sozusagen zum Abschluss. Und das war auch nochmal spannend zu beobachten. Genau, das ist eine gute Vorbereitung. Genau, dass so eine perfekte Vorbereitung ist, aber die auch selbst sagen, ich wäre niemals an den Kontakt gekommen, wäre ich nicht mit LinkedIn sozusagen über die ins Gespräch gekommen. Und was du auch sagst, ist cool zu hören, dass ich das Gefühl habe, auch manchmal wollen die Leute so ein Level überspringen. Ich will direkt LinkedIn-Ads, Werbeanzeigen schalten und mach mir die Sinnflut, ohne dass sie überhaupt verstanden haben, wie die Plattform funktioniert. Ne? Und es ist witzig zu hören, dass beim Sales Navigator wahrscheinlich ähnlich ist. Du musst irgendwie erstmal die Grundlagen verstanden haben und keine Ahnung, schreib erstmal bei jemand anderem einen Kommentar und probier mal einen vernünftigen Post und dann können wir darüber reden, wie du dieses nächste Level irgendwie für dich nutzt und den Sales Navigator irgendwie dazu schaltest. Genau, ja. Danach kannst du es halt, weil wenn du vorher halt keine Gespräche geführt hast und dein Profil wie Bullshit irgendwie aussieht, dann bringt es halt auch nicht, über einen Sales Navigator 100 richtig heiße Kontakte zu recherchieren. Du verschickst eine Vernetzungsanfrage und die bestätigen ja nicht einfach und gucken sich nichts an, sondern die gucken dann natürlich auch, wer bist du denn? Wer ist denn mein Gegenüber? Und dann schaue ich aufs Profil und sehe weder einen Beitrag noch irgendwie mal ein Themeninteresse und denk so, okay, dann ist es halt einer von vielen und entweder entscheide ich mich halt einfach viele Kontakte zu sammeln, was halt hinterher auch nicht viel bringt für die eigenen Reichweiten, wenn die Leute sowieso kein Interesse an mir haben. Ja. Und von daher erstmal eine klassische LinkedIn-Routine aus Profil, Content beziehungsweise Kommunikation und Netzwerk. Und danach gehe ich auf den Sales Navigator und dann macht das auch richtig Spaß. Ja, weil das habe ich auch das Gefühl, das kann ich nochmal bestätigen, dass wir auch ganz am Anfang vor 3-4 Jahren oder so wirklich auch sehr outbound-lastig waren und erstmal probieren wollten, funktioniert das oder nicht. Aber dann kam am Ende sowas raus, vielleicht, keine Ahnung, pro Monat 15 Termine mit kalten Leuten und wenn wir gut waren, vielleicht 1 bis 2 Abschlüsse, ne? Und das war so der Kassensturz. Aber davor müsstest du halt auch verdammt viel rödeln, ne? Und dann haben wir es irgendwann wenn du das dann in Zeit noch ummünzt, wie viel, also du führst dann die 15 Gespräche, mindestens eine halbe, wenn nicht sogar eine Stunde. Plus die ganzen Stunde Nachrichten. Und vorher den ganzen Austausch. Genau, also das ist enorm. Und dann haben wir irgendwann Content dazu. Deswegen dann lieber auf 3 Leute fokussieren und die richtigen Leute ansprechen. Ja, und ich habe das Gefühl, dass irgendwie Social Selling echt irgendwie smartes Sales ist, ne? Weil du packst Content dazu, ne? Hast dann vielleicht am Ende des Monats nur 8 Gespräche, aber plötzlich hast du halt 5 Abschlüsse. Ne? Und du hast die Hälfte der Gespräche. Sind viel, viel tiefer.
viel qualifiziertere Gespräche, weil du schon eine Verbindung mit den Leuten hast und dann ist auch wahrscheinlich eine doppelt so hohe Abschlussquote. Und das war für mich nochmal so der Moment, klar, kann ich beschäftigt tun jeden Tag 8 Stunden und da rausrennen wie sonst was und Nachrichten schreiben und Gespräche führen. Oder ich gehe es halt ein bisschen smarter an und verstehe, wie wichtig auch Content auf der Plattform ist und mache mir das Leben ein bisschen leichter. Aber ich habe das Gefühl, ja, da müssen erst manche zu dieser Erkenntnis kommen, bevor sie das realisieren. Ja. Ein Golden Nugget vom Sales Navigator habe ich noch. Das habe ich extra vorgehalten, weil das darf man nicht einfach bei der ersten Vorstellung quasi sofort raushauen, sonst geht's unter. Yeah. Und zwar ganz, ganz wichtiger Tipp für den Sales Navigator. Fangt direkt mit der Sales Navigator Advanced Version an. Das ist die Version, wo ich halt auch quasi mit mehreren Lizenzen quasi meine ganzen Teams ausstatten kann und dann halt die Suchen halt dann auch austauschen kann. Ja. Aber das Highlight dieser Advanced-Version, was leider in dieser Einzellizenz, die nennt sich LinkedIn Sales Navigator Core, nicht enthalten ist. Und das ist eigentlich das coolste Feature, um eben wirklich auch Interesse von Leuten zu entdecken, sind die sogenannten Smart Links. Mit Smart Links habe ich die Möglichkeit, halt Content Pieces, sprich PDFs oder Webseiten in den Sales Navigator hochzuladen, so als so eine kleine Collection zur Verfügung zu stellen. Und dann bekomme ich zu dieser Collection gibt es dann diesen sogenannten Smart Link. Und den baue ich halt in meiner Kommunikation ein, in Nachrichten, was weiß ich, wir haben jetzt von den Nerds aus das AdScamp vermarktet. Große Advertising-Veranstaltungen jetzt im September und daraufhin habe ich natürlich auch Klinken geputzt über den Sales Navigator und habe Leute halt angesprochen, die Performance-Marketer im Unternehmen sind, ob sie nicht Bock haben, zum AdScamp zu kommen. Ja, und die Webseite zum AdScamp habe ich halt dann nicht direkt verlinkt und weitergegeben, sondern habe das halt in den Sales Navigator eingebettet. Ja. Und wenn du den Link halt, das ist quasi wie so eine Zwischenschnittstelle, verwendest und die Leute klicken da drauf und schauen sich dann die Webseite an und besuchen sie, kriege ich im LinkedIn Sales Navigator dokumentiert, welche Person war zu welcher Uhrzeit auf dem Link und auf der Webseite und wie lange ist diese Person darauf verweilt. Also, dass ich da genau sehen kann, wer hat sich das denn angeschaut. Kann man auch sehr gut machen, wenn ich jetzt irgendwie schon ein Angebot irgendwie an Kunden rausschicke und ich habe den nächsten Call, um das Angebot zu besprechen. Dann mache ich das auch mit dem Sales Navigator Smart Link, weil ich dann genau 5 Minuten bevor das Gespräch stattfindet, kann ich dann halt gucken, hat sich mein potenzieller Kunde überhaupt das Angebot schon angeschaut, wie lange hat er sich angeschaut oder hat es sich sogar runtergeladen, dass ich halt weiß, wie vorbereitet ist er oder muss ich vielleicht doch lieber ein bisschen früher anfangen und bin halt dann gut gewappnet, ob halt wirklich eine intensive Konsumierung des Angebots stattgefunden hat oder halt ich da noch ein bisschen nachhelfen muss. Hey, das ist aber richtig cool. Und das haben Sie einfach nur in diese höchste Version gepackt? Nee, in die mittlere Version, und genau. Die für Teams zur Verfügung stellt, finde ich ein bisschen schade. Die Core-Funktion hat halt, wenn ich eine wenn ich quasi Solopreneur bin und ich mache meinen Sales auch selber, dann da ist es umso wichtiger, da hat man es nicht drin. Dafür hat man dann LinkedIn Learning, also dann darf man Weiterbildung machen. Wenn ich eine Teamlizenz quasi habe und auf Advanced gehe, dann habe ich die Smart Links und aber kein LinkedIn Learning mehr. Finde ich beides ein bisschen doof, doof organisiert. Ist irgendwie ein bisschen unsinnig, weil wenn ich ein großes Sales-Team habe, dann möchte ich eigentlich auch, dass die sich vernünftig weiterbilden können. Aber da muss man dann nochmal eine zusätzliche Lizenz kaufen. Ja. Nee, aber diese Smart Links sind wirklich mega Gold wert, weil ich da halt dann auch, wenn ich das auch in Beiträge halt dann veröffentliche. Wir haben jetzt bald wieder LinkedIn Like a Boss Workshops und wenn ich da halt sage, wer hat denn jetzt Interesse, hier sind die Links dazu und die gehen auf den Smart Link, weiß ich, dass ich halt dann danach nochmal, wenn ich weiß, die haben jetzt doch noch nicht ein Ticket gebucht, weiß ich aber, die sind so weit gekommen, dass sie sogar bis auf den Link geklickt haben, um sich alle Infos zu ziehen und kann dann nochmal nachhaken und sie quasi dann dazu einladen.
Hey Britta, da hast du mich heute mit dem Sales Navigator. Also meinen Probemonat, wenn es den regelmäßig gibt, den werde ich mir auf jeden Fall mal schnappen. Na, ja, das hört sich sehr gut an. Gibt es in der höchsten Version irgendwas, was da schlummert, was die noch zusätzlich sozusagen da eingebaut haben? Oder ist da irgendwie... Ja, in der Enterprise-Version fangen sie halt dann an mit der CRM-Synchronisationsfunktion. Ah, okay. Allerdings ist das beschränkt auf... Salesforce und Microsoft Dynamics, dadurch, dass LinkedIn ja zu Microsoft gehört, ist quasi der große Porsche Salesforce wird quasi unterstützt und halt das eigene CRM-System. Was man aber halt geil nutzen kann, und da bin ich ein riesen Fan von, ich weiß nicht, ob ihr das auch im Einsatz hast, ist Surfy. Das ist eine LinkedIn Chrome Extension, die es mir ermöglicht, und ich arbeite halt im Hintergrund mit HubSpot, mit dem CRM HubSpot. Und da habe ich halt dann die Möglichkeit, sowohl aus dem Sales Navigator als auch auf der LinkedIn Plattform Kundendaten und mir Aufgaben direkt von LinkedIn, von der Oberfläche, und auch die Messages, also die kann ich dann auch wegspeichern, damit sie nicht verloren gehen, kann ich halt meine Daten direkt ins CRM synchronisieren, damit ich halt dann auch alles an einem Ort habe und spare halt auch ganz viel Zeit, wenn ich halt die erste Gesprächsanbahnung und Kontaktanbahnung über LinkedIn habe. Dass ich halt nicht selber Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und so alles selber eintippe, sondern ich muss nur noch auf ein Knöpfchen drücken, und das wird mir dann halt von Surfy direkt in den Record von dem Kontakt dann gepusht. Ja, das ist cool, dass sie da schon so einfache Chrome-Plugins entwickelt haben, ne? Dass das so leicht geworden ist, weil sonst tippst du dich da ja irgendwie zu Tode, ne? Auch gerade mit Nachrichten und sowas. Ja. Hi Britta, ich würde natürlich gerne was zum Thema Content bei dir hören, ne? Content, wie gehst du da selber für dich sozusagen ran? Was sind vielleicht auch so deine Learnings aus den Jahren so? Wie machst du deinen Content heute? Na, und wie bringst du es vielleicht auch deinen Kunden so bei? Also ich selber predige Wein und agiere meistens mit Wasser. Der Klassiker, ey. Kann ich mir nicht von freisprechen. Ja. Genau, also... wichtig ist natürlich, sich schon, also das liegt daran, dass ich halt Sales-Leute coache, die immer sagen, ich habe ein Zeitproblem, und die müssen halt sich in feste Zeitfenster reinpressen lassen und sich das in den Kalender schreiben, um die Routine beizubehalten. Ich weiß, dass LinkedIn wichtig ist für mich, und bin da ein bisschen mehr Freestyle unterwegs. Also wichtig ist natürlich, sich wirklich Zeiten festzulegen, den Content vorzuplanen. Ich habe ein klassisches Word-Dokument oder auch eine Tabelle, wo ich mir halt immer wieder neue Ideen, zu denen ich halt was veröffentlichen möchte, einfach reinschreibe mit passenden Links, wo ich halt dann drauf verweisen möchte. Und bereite in aller Regel 1 bis 2 Beiträge selber vor. Meinen Kunden empfehle ich halt schon, noch eine längere Strecke an Content vorzubereiten, um da flexibler agieren zu können und das halt auch gut vorplanen zu können. Seit kurzem haben wir ja diese Vorplanungsfunktion direkt nativ auf LinkedIn, was eine Riesenhilfe ist, halt dann auch wirklich 3-4 Beiträge hintereinander weg zu speichern und dann halt, das merke ich dann bei den Sales-Leuten, die können dann mal tief durchatmen und sagen, okay, ich habe mein Content ist fertig, das und ich muss nur noch dann natürlich agieren, wenn ich weiß, das Ding geht live. Ich schreibe aber persönlich halt wirklich sehr, sehr viel ad hoc. Ich plane mir schon vor, das und das Thema in der Woche. Und dann sage ich so, Dienstags setze ich mich jetzt hin und schreibe was, habe mir was geblockt. Kann aber auch sein, dass es dann doch erst Mittwoch passiert und veröffentlicht. Aber das ist enorm wichtig. Was mir da ganz gut hilft, ist halt das Tool AuthorUp. Weil wir halt dort halt eine schöne Vorschau haben, Templates erstellen können und halt sämtliche Beiträge vorbereiten und wir halt auch gleichzeitig eine Analysefunktion haben, wo halt sämtliche Metriken meiner veröffentlichten Beiträge halt dann auch angezeigt werden. Ja, ich muss auch sagen, denen ist da echt ein gutes Tool gelungen. Ne? Also großes Kompliment, das war echt so ein Tool, was man, glaube ich, echt vermisst hat. Ne? Man kannte immer die Vorplanungstools so wie Buffer. Aber ich habe das Gefühl, dass so AuthorUp und so das alles jetzt in einem irgendwie gut geschafft hat und dann noch irgendwie auf der Plattform direkt. Hey, cooles Tool.
Ne? Ja, und wenn ich halt sehe, ich habe irgendwie in den letzten 3 Monaten, habe ich 2, 3 richtig reichweitenstarke Beiträge veröffentlicht, dann kann ich halt auch über das Tool sehr schönes Content Recycling machen und diese Beiträge halt dann direkt auch nochmal erstelle den als neuen Post und muss nicht wieder nach dem Bild suchen, nach dem Text, kann dann den Text noch ein bisschen editieren und kann die Story quasi nochmal spielen und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja, das wo ist ich ein immer drauf, Tipp. Wo ich immer drauf achte, ist natürlich so ein bisschen das Algorithmus-Game, was sich irgendwie immer mehr dynamisiert und verändert und wie ich finde, sich auch nicht immer jedes Profil quasi den gleichen Algorithmus irgendwie hat, weil LinkedIn quasi querbeet Sachen austestet. Und da sage ich aber auch vielen Kunden einfach, bleibt cool. Wichtig ist der Inhalt, den ihr vermittelt, dass ihr da Expertise zeigt und also für euer Netzwerk schreibt und das Netzwerk wirklich wertvolle Sachen von euch mitnehmen kann und das halt dann auch mit euch in Verbindung bringen kann. Und dann ist es nicht so schlimm, ob ich mal nur 1000 Impressionen hatte oder halt dann doch mal wieder irgendwie die 5000 geknackt hat, denn wichtig ist am Ende, wir sind alle im B2B unterwegs, es reicht einfach hinterher, dass die 5 oder die 10 richtigen Leute in dem Moment unter diesen 1000 oder 5000 Impressionen sind, die dann nämlich dann irgendwann mal aus dem stillen Kämmerlein auftauchen und das ist halt enorm wichtig. Also ich versuche das schon mit dem Richard van der Blom, da kann ich halt auch empfehlen, die Glocke zu abonnieren. Auf jeden Fall. Der legt wirklich jeden Stein irgendwie um und hat da halt auch eine sehr gute Datenbasis, worauf er zurückgreifen kann, dadurch, dass er mit Shield Analytics aus Dänemark halt zusammenarbeitet, die halt sehr, sehr viele Postings halt analysieren können und direkt sehen, wie sich da was verschieben kann. Aber wichtig ist halt wirklich, ähnlich wie wir es halt auch bei Google sagen, wenn es um SEO-Texte und Webseiten geht, schreibt für den Menschen, schreibt für die Zielgruppe und danach ist der Algorithmus dran. Und wenn es halt gut in der Zielgruppe funktioniert, dann wird es auch für den Algorithmus dann gut sein. Ja, das ist nochmal ein wertvoller Hinweis, weil ich habe das Gefühl, viele Leute, dieses Gespenst von Algorithmus-Update, das wandert immer irgendwie so darum. Aber am Ende glaube ich auch, dass guter Content funktioniert, ne? Sobald irgendjemand irgendwie das Wort LinkedIn-Algorithmus in sein Posting-Dings, da kannst du sicher sein, danach so, also denn mein letzter Post, das war mein erster 6-stelliger, der hatte plötzlich 136.000 Impressionen. Ja. Oder mein Kollege, der Alexander Böker, der hatte dann einfach vom Richard van der Blom dieses Mini-Update, was ich auch nicht hundertprozentig verifizieren würde, dass das wirklich so eine krasse Auswirkung hat, der gesagt hat, bitte einen Beitrag erst lesen und dann kommentieren und danach erst liken. Also bitte immer erst kommentieren, weil es ein stärkeres Signal gibt, wie wenn ich jetzt zuerst like und dann kommentiere, weil nur der Like irgendwie dann gezählt wird. Und das ist ja das schwächere Signal in den Algorithmus. Und der hat ein witziges Meme von Bart Simpson halt genommen, so erst kommentieren, dann liken. Und der hatte plötzlich auch 100.000 Impressions. Und alle waren, oh, danke, dass du uns das sagst. Da muss ich ja jetzt meine Gewohnheit halt umstellen. Was bei mir halt auch der Fall ist. Ich lese halt etwas und wenn ich sage, ja, finde ich cool, dann like ich natürlich und denke dann in dem Moment natürlich erstmal noch über, was kann ich denn noch dazu Passendes schreiben oder möchte ich meinen Senf noch dazugeben? Und jetzt zu sagen, Moment, finde ich cool, ich denke mal, was schreibe ich denn jetzt? Dann schreibe ich den Kommentar und jetzt darf ich das Herzchen oder den Applaus oder so noch geben. Da sage ich, also Leute, eskaliert es bitte nicht so bis zum bitteren Ende. Oder wenn ihr Richard van der Blom halt dann so sagt, ja klar, von Dienstag bis Donnerstag zwischen 8 und 11 ist die beste Postingszeit. Und es ist gerade 11.30 Uhr und die Leute sagen, ach nee, dann kann ich erst morgen wieder posten. Dann kann ich erst wieder machen. Nee, haus raus und wenn es wirklich komplett untergeht, dann wiederholst du den Beitrag halt nochmal. Und ansonsten alles fein und dann kriegst halt vielleicht ein paar hundert weniger aus deinem Netzwerk mit, aber es wird durchatmen, ne? Ja. Hey, und Britta, ich habe gesehen, du hast ja die 30.000 Follower geknackt, ne? Das ist ja ein ziemlicher Meilenstein. Ja, ich hab sie geknackt. Glückwunsch erstmal.
Ja. Und dann habe ich sie wieder verloren, weil LinkedIn ja dieses Update Stimmt. gefahren hat, was ich gut ja. finde, dass halt inaktive Accounts und auch Fake-Accounts und Bots ja. von der Plattform jetzt mal wirklich systematisch runterrasiert wird. Deswegen ja. war ich dann irgendwann plötzlich auf irgendwie 28.000, 29.000 runter. Also hatte ja. ich hatte 33.000 Follower, bin Ach, irgendwie krass. Auf 29 runter. Was mhm. allerdings also ganz okay war. Es war halt unter 10% okay. quasi. Es gibt auch gab auch einige Profile, wo man dann sehr stark erkennen konnte, dass die so ein bisschen yeah. ein paar Dollars reingebaut haben, um yeah. Um irgendwie ein paar tausend Follower zu kaufen, was yeah. halt völlig kontraproduktiv auf LinkedIn ist, weil wenn ich tote, nicht agierende Leute in meinem Netzwerk haben und bei denen werden Beiträge ausgespielt, dann werden meine Beiträge halt dann auch als uninteressant von LinkedIn wahrgenommen und ja, dann da nicht tut mehr man weiter, sich keinen Gefallen weiter mit, ne? ausgespielt. Ja, ja aber 30.000 ist schon ein Brett, ja. vor allem, weil ich ja auch wirklich nur im deutschsprachig halt unterwegs bin. Und ja. Wenn man natürlich so einen Richard van der Blom sieht, der natürlich englischsprachig und somit die ganze Welt quasi mit seinem Social Selling und LinkedIn-Know-how vor der Brust hat, der ist jetzt, glaube ich, bei 120 oder 150.000. Das ist natürlich enorm. Aber da ist ja 30.000 immer noch krass, ne? Abgefahren, aber 30.000 ist schon enorm auf der ja. Plattform, ja. Was würdest du sagen, was würdest du jemandem als Tipp geben, vielleicht auch so zurückblickend auf diese 30.000? Gab es da so Momente, wo es irgendwie einen Boost gab oder so? War es Content? War es deine ständige Aktivität auf der Plattform? Waren es vielleicht auch so Live-Events wie, was weiß ich, OMR oder so, die ordentlich Follower dir gebracht haben? Was würdest du jemandem empfehlen, um da ein bisschen seine Follower nach oben zu bekommen? Wichtig ist Kontinuität mhm. und eine klare Fokussierung auf seine Themen. Also nicht mhm. den Bauchladen anbieten mhm. und nur, weil ich vielleicht vielseitig interessiert bin, sondern selber überlegen, da kommen wir zum Stichwort Personal Branding, zu welchen Themen möchte ich wirklich in Erinnerung und in den Köpfen mhm. der Leute bleiben und diese Themen halt dann auch wirklich kontinuierlich auf seinem Profil bespielen. Ich bin jetzt auch nicht die wahnsinnige Content-Creatorin, die jetzt auf 30.000 gekommen ist, weil ich jetzt ja. jeden Tag irgendwie was rausgeballert habe. Ihr habt ja auch ja. so einen Test gemacht, ja. Was ja. auch konnte, weil sich das kannibalisiert. Also ich bin groß geworden wirklich mit 1 bis 2 Beiträgen pro Woche. Cool. Was wirklich sehr, sehr dankbar ist bei LinkedIn, dass halt wirklich die Beiträge eine lange Halbwertszeit haben und wirklich ordentlich noch durch das Netzwerk halt dann weiterschwirren. Also sich ja. da nicht den Druck machen, dass man von Anfang an 2, 3 Postings die Woche veröffentlichen ja. muss, um überhaupt gesehen zu werden. Wichtiger ist, einmal die Woche einen eigenen Beitrag schreiben und sich bei anderen Leuten einfach mit einem guten Kommentar thematisch passend natürlich zu seiner eigenen Positionierung halt dann sichtbar bringen. Und was mir natürlich hilft, Stichwort OMR, nutzt natürlich, wenn ihr irgendwo anders medial auftreten könnt, wenn ihr auch als Speaker irgendwie Fachkonferenzen oder ähnliches nach solchen Auftritten das Publikum kennt, also die kennen Britta auch noch nicht alle, obwohl ja. mir immer jeder sagt, ja, wenn einer bei LinkedIn jemanden kennt, dann muss es Britta sein, aber ja. Wir haben 21 Millionen LinkedIn-User im Dachraum und ich habe 30.000 Follower, also da habe ich noch eine Menge vor mir. Ja, da gibt es noch eine kleine Lücke zu schließen, ne? Ja. Aber halt wirklich, also ich kann meine Expertise auf LinkedIn zeigen, indem ich halt aus meinem Daily Business berichte. Und wenn ich aber natürlich dann, also ich sollte versuchen medial als Experte oder Expertin aufzutreten, sei es halt in Interviews, in Podcasts oder eben halt dann auf einer Bühne oder auf einer Fachmesse. Das zieht natürlich an und bei OMR war es natürlich ein ganz krasser Peak. Da waren irgendwie 3.500 Leute in der Halle und ein paar Tausend standen leider noch draußen und konnten nicht mehr rein. Das war richtig krass. Heftig. Also ich habe die Halle ja. dicht gemacht. Krass. Und über YouTube wurde es halt dann auch live übertragen, hatte dann auch nochmal irgendwie 3.000, 5.000 Live-Viewer. Und da merkte ich halt dann schon, wenn ich halt jetzt in meine Creator Analytics reingucke, ist halt am 10. Mai, als es war,
ein 600er oder 700er Follower-Peak. Krass. Das ist aber halt eine einmalige Sache. Ne? Also das ist jetzt nichts, was man regelmäßig planen kann und provozieren kann. Aber halt wirklich, wenn ich halt jetzt bei OMR Education wieder in einem Podcast war, dann kommen direkt Kontaktanfragen oder neue Follower. Da sieht man schon quasi so eine Fieberkurve, so ein Spike, dass es dann wieder hochgeht. Aber was ich natürlich noch fragen muss, Britta, zum Schluss, weil du mich ein bisschen neugierig gemacht hast, ne? Roadmap von LinkedIn. Gibt es da irgendwelche Features, die du schon vielleicht so ein bisschen anteasern kannst, was da auf uns zukommt, was vielleicht auch ganz interessant ist? Du hast ein bisschen was zur Company Page erzählt, dass da irgendwie was kommt. Gibt es noch irgendwas, was sie dir verraten haben, was in der nächsten Zeit passiert, worauf wir uns freuen können? Also, was jetzt auch schon gelauncht wurde im Advertising-Bereich, sind die Predictive Audiences. Das ist eine neue Targeting-Funktion. Gut, dass du das sagst, muss ich mir angucken. Ja, müsst ihr eure Anzeigen updaten. Erzähl mal, was macht das? Du kannst quasi von erfolgreichen mit Conversion-Daten oder halt Kundenlisten kannst du raus hochladen und dann verspricht LinkedIn, dass sie jetzt mit KI-Tools und jeden Menge Datentools, dass sie halt jetzt auf sämtliche Advertising-Daten halt zurückgreifen, um dir quasi wie so eine Art Lookalike-Audience erstellen. Wobei wir beide hoffentlich wissen, dass wir Lookalike-Audiences auf LinkedIn erstmal nicht benutzen sollten, weil die wirklich sehr Wumpe waren. Also jetzt kommt quasi Lookalike-Audiences Deluxe mit KI und wirklich ordentlich Wumms, würde unser Kanzler jetzt Doppelwumms sagen. Dass ich mal über Olaf Scholz in einem Marketing-Podcast rede. Okay, das ist jetzt eine komische Anwandlung. Aber da kann ordentlich Impact drin hinterstecken, also die auch vorsichtig testen, aber das kann man mit Retargeting-Daten auch gut machen, dass sie halt dann wirklich gucken, wo könnten da noch passende Conversion-Zwillinge sein und dann über die Audience Insights halt dann auch überprüfen, dadurch, dass LinkedIn halt nicht verrät, was die dann quasi im Targeting fabrizieren, muss man dann halt nachträglich halt in Audience Insights gucken, was für demografische Daten stecken denn tatsächlich dahinter. Das wird getestet. Ja. Dann die Thought Leader Ads, die auch seit Juni live sind, unbedingt nutzen, jetzt mit persönlichen Business-Profilen halt immer die eigenen organischen Beiträge in die Zielgruppe reindrücken. Ist ein mega cooles Format, weil es eben nicht wie eine Anzeige aussieht, aber eine Anzeige halt im klassischen Sinne ist. Funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und es sind Landingpages geplant, dass ich quasi kleine Landingpages im LinkedIn Campaign Manager aufsetzen kann, um eben, wenn ich auf Website-Traffic gehe, dass ich die Leute halt dann quasi auf LinkedIn belasse, ähnlich wie mit den Lead-Formularen, mit den Lead-Form-Ads, dass ich die Möglichkeit habe, mehr Botschaften, wenn es natürlich komplexer ist, denen mehr Informationen direkt auf LinkedIn zur Verfügung zu stellen und dann danach natürlich den Lead dann noch einsammeln zu können. Ey, das wäre richtig cool. Ich muss sagen, großer Fan von den Lead-Ads auf LinkedIn. Damit kann man wirklich echt, haben wir immer die besten Ergebnisse erzielt, ne, wenn man weiß, wie man die nutzt. Ich muss sagen, wenn sie das noch ein bisschen weiterentwickeln, ne, das wäre natürlich richtig cool. Ja. Was noch cool wird, ist, beziehungsweise könnte auch uncool werden, wenn man es halt missbraucht, ist dadurch, dass LinkedIn zu Microsoft gehört, Microsoft ja OpenAI Anteilseigner ist, wird gerade im englischsprachigen Raum ausgerollt, deswegen auch mal gerne seine Settings auf Englisch umstellen, dann hat man meistens das ein oder andere Feature auch schon früher zur Verfügung. Oh, das ist spannend. Da gibt es jetzt, das hat mir gerade die Ines Kriebenick von Dynatrace geschickt, sie hat das schon bei ihr im LinkedIn Editor, kann ich jetzt quasi LinkedIn quasi mit 30 Stichwörtern füttern, beziehungsweise kann einen Prompt reingeben und LinkedIn, der Editor, schreibt mir dann halt schon mal einen kleinen
Social Media Post vor und dann kann ich dementsprechend dann auch mit meinen eigenen Sachen. Ja, ich glaube, es wäre blöd, es nicht zu nutzen, um die Aktivität nach oben zu bekommen, aber das führt ja wahrscheinlich zu viel durchschnittlichem Content, den man dann auf der Plattform Also wir sprechen von einer Vorlage. Wir bieten dir halt dann schon mal eine Vorlage für deinen Beitrag an, damit man halt diese Ängste in ein weißes Blatt Papier, was meinen Sales-Leuten auf jeden Fall zugutekommt, weil die sich halt immer sträuben, so, ja, was soll ich denn sagen? Und ich kann ja auch nicht gut schreiben. Dafür wird es helfen, den Leuten halt so eine Hürde überspringen zu können. Aber es kann natürlich passieren, dass manche Leute sagen, hier, erzähl mal, mach mir mal hier zu dem und dem Thema, da ist der und der Artikel, schreib mir mal einen Social-Media-Post aus meiner Brille vor. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt zu einer weiteren Content-Flut dann kommt. Ja, das kann passieren. Ey, Britta, vielen, vielen Dank dir. Na, da war heute ziemlich viel Gold dabei. Wenn ich sozusagen sage, hey, ich möchte mehr zu Britta und vor allem, du hast ja auch ein paar Events schon angekündigt, ne? Willst du dazu ein paar Worte verlieren, wo man mehr von dir erleben kann und wo man sich melden kann? Genau, also unsere nächsten virtuellen Events von LinkedIn Like a Boss sind am 27.10. und am 1.12. Am 27.10. Kümmern wir uns mehr um Marketing und Kommunikation für Unternehmen, sprich wie ich die Company Page ins Rollen kriege, was ja eine riesen Herausforderung ist, weil die Reichweiten da ja wirklich im Vergleich zu den Business-Profilen unterirdisch sind. Ja. Da zeigen wir aber Stellschrauben, wie man das in die Sichtbarkeit bekommt. Und in die Sichtbarkeit bekommt man es halt auch nur, wenn ich wirklich Corporate Influencer auf die Plattform loslasse und meine Mitarbeitenden als Markenbotschafter dort aktiv werden lasse, und da zeigen wir halt das Zusammenspiel mit der Unternehmensseite und mit dem eigenen Profil und geben ein bisschen Einblick in LinkedIn Ads. Und der zweite Event, wir hatten das erste Mal wieder seit der Corona-Pause einen Live-Event, wo wir quasi aktuelle Updates auch unter anderem zum Sales Navigator gebracht haben, was passiert im Profil, wie netzwerke ich richtig. Und das ist quasi für Leute, die ihr eigenes Profil nach vorne bringen wollen und kriegen da quasi den aktuellen Status quo und wie sie sich dann für 2024 aufrüsten können. Ja. Ansonsten bin ich noch im Stadion vom Digital Bash Event in St. Pauli in Hamburg. Das wird richtig cool, eine kleine Online-Konferenz im VIP-Bereich von St. Pauli. Ja. Da sehe ich halt dann nochmal viele, viele Leute aus Hamburg und werde auch die UMR-Redaktion besuchen. Und am Ende des Jahres geht's nach Salzburg. Da kann ich empfehlen, also ist die größte Online-Marketing-Konferenz von Österreich. Und das kann ich sehr empfehlen. Da bin ich dann an dem 21. November, und am Tag zuvor gibt es noch einen Special Event. Also wer sich jetzt noch ein Ticket holt, kann sogar an einem Special Event mit mir, dem Karl Kratz und dem Felix Beilharz teilnehmen. Da werden wir nochmal individuelle Vorträge in einem Salzburger Kino präsentieren. Also ganz cooles Highlight und an der Atmosphäre. Ja, hey, das hört sich ja richtig gut an. Und da gibt's ja jetzt viele Anknüpfungspunkte, ne? Und ansonsten sozusagen einfach bei dir bei LinkedIn wahrscheinlich vorbeischauen auf dem LinkedIn-Profil. Das genau, einfach eine Nachricht schreiben oder eine Vernetzungsanfrage. Genau. Das haben wir ja schon gelernt. Britta, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich werde mich auf jeden Fall für den Sales Navigator jetzt direkt anmelden, ne? Und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Perfekt, hat Spaß gemacht. Ebenso.